Mein Vater ist hier in Berlin geboren. Auch sein Vater, sein Großvater, seine Urgroßmutter sind hier geboren. Ich bin in Tel Aviv geboren. Berlin ist mir fremd. Mein Vater ist 1938 nach Palästina geflüchtet. Seine Eltern flohen 1940 nach Südafrika. Man denkt heute oft, dass der Schock der deutschen Juden 1933 sich damit erklärt, dass Hitler die Macht ergriff. Das war natürlich sehr schlimm. Es war politisch, es war nicht persönlich. Dass die Nazis unsere Feinde sind, mein Gott, wir brauchten doch bitte schön nicht Hitlers Machtergreifung, um das zu wissen. Das war doch seit mindestens 4 Jahren jedem Menschen, der nicht schwachsinnig war, völlig evident. Dass ein großer Teil des deutschen Volkes dahinter stand, ja, das wussten wir ja auch. Das Problem, das persönliche Problem, war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Nun, was damals in der Welle von Gleichschaltungen, die ja ziemlich freiwillig war, jedenfalls noch nicht unter dem Druck des Terrors, vor allen Dingen aber in dem plötzlichen Verlassen, es war, als ob sich ein leerer Raum um einen bildete. Nun, ich lebte in einem intellektuellen Milieu. Und ich kannte aber auch andere Menschen. Und ich konnte feststellen, dass unter Intellektuellen das sozusagen die Regel war. Und unter den anderen nicht. Und die Geschichte habe ich nie vergessen. Und mit einer Sache ging ich raus aus Deutschland. Wie ich damals dachte, natürlich immer etwas übertreiben. Nie wieder. Nicht? Ich rühre nie wieder irgendeine intellektuelle Geschichte. Ich will mit dieser Gesellschaft nichts zu tun haben. Ich möchte eine intellektuelle Geschichte anrühren. Mit Freunden in Deutschland über leeren Raum, Verlust, Ideal und so weiter sprechen. Im Sommer 1933 besuchte ein hochrangiger Ministerialbeamter die Universität Göttingen und fragte einen Physiker, ist es wirklich wahr, dass die Entlassung der jüdischen Wissenschaftler der Physik in Göttingen einen solchen Schaden zugefügt hat? Und dieser alte Professor antwortet, die Physik in Göttingen, die gibt es nicht mehr. Und das war wohl wirklich so. In Göttingen, in München, in Berlin, also in 3 Brennpunkten, war ja in den Jahren der Weimarer Republik eine wissenschaftliche Revolution in der theoretischen Physik vor sich gegangen, die Entwicklung der Quantentheorie. Und maßgeblich beteiligt war an dieser Entwicklung eben die enge Zusammenarbeit und die gegenseitige Befruchtung von ganz unterschiedlichen Traditionen, nämlich sozusagen preußische Gründlichkeit, wie sie in der Figur von Max Planck, einem der beiden Väter der Quantentheorie, verkörpert ist, und dem jüdischen Querdenken, das eine Person wie Albert Einstein sein Leben lang verkörpert hat. Max Planck, der Preuße, hat den Kosmopoliten und Pazifisten Einstein gegen viele Widerstände 1918 oder 1919 nach Berlin geholt. Und diese gegenseitige Durchdringung
hat sich fortgesetzt in den goldenen Jahren der Weimarer Zeit, natürlich nicht nur in der Physik, aber auch dort. Und man kann ja auch daran erinnern, dass von allen Nobelpreisen, die bis 1933 an Deutsche vergeben wurden, ungefähr die Hälfte an deutsche Juden vergeben worden. Das bricht 1933 ab und Menschen in meiner Generation erfahren davon nichts. 1952 fange ich an zu studieren, Physik, Soziologie, Philosophie, und niemand erzählt etwas davon, niemand redet davon. Es ist ein großes Loch, eine Leere. Die Lehrer wollen nicht davon reden, die Täter schweigen, wie wir alle wissen, ohne dies, und die wenigen Opfer, die überlebt haben und die noch in Deutschland leben, haben, wie wir wissen, auch großenteils bis zu ihrem Tod über diese Zeit geschwiegen. Und erst Anfang der 60er Jahre entsteht dann wohl bei vielen aus meiner Lebensperiode, das Bedürfnis, jetzt wollen wir doch endlich einmal etwas davon wissen. Und wir fangen an, in dem Schutt, der 1945 liegen geblieben ist, zu suchen und Bruchstücke von Wissen und von Erfahrung zu sammeln. Also 1967 bin ich dann nach Amerika gekommen und wurde ziemlich bald an eine amerikanische Universität berufen, wo der Großteil meiner Kollegen jüdische Professoren, jüdische Gelehrte, jüdische Wissenschaftler waren. Und da habe ich das, was ich vorher sozusagen nur als Bruchstückwissen hatte, plötzlich erlebt. Ich habe erlebt, nicht nur gutes Zusammenarbeiten, sondern Freundschaft, was es für einen Deutschen damals einerseits sehr schwer gemacht hat. Man fühlte sich zum ersten Mal wirklich als der hässliche Deutsche, und andererseits wurde es einem ungeheuer leicht gemacht, denn man wurde ja wirklich als Freund und als gleichwertiger Partner dort aufgenommen. Diese Art zu denken, die ich dort erlebt habe, nämlich Witz, das Denken, dass das Gegenteil von dem, was man jetzt gerade tut, richtig ist, ja vielleicht sogar richtiger ist, dieses alles war dieses schöne Erlebnis von wissenschaftlicher Arbeit und Freundschaft. Und als ich dann 1970 nach Deutschland zurückgegangen bin, irgendwie in der Erwartung, dass durch die großen Veränderungen von 1968 auch in Deutschland nun das Klima da sein würde, um den Wiederaufbau eines neuen Deutschland zu schaffen, der 1945 so total gescheitert war, da musste ich leider feststellen, man hat die Scherben zusammengekittet, aber die Leere ist geblieben. Vaterland hat die erste deutsche Nachkriegsgeneration als etwas Leeres erlebt, ohne symbolische Väter, auf die man sich ganz selbstverständlich hätte stützen können, auf die man hätte bauen können. Für viele Kinder jener Zeit war der Vater schlichterdings weg, tot, vermisst, in Kriegsgefangenschaft. Natürlich haben wir Männer erlebt in jener Zeit, aber es waren extrem gedemütigte Männer, stumm, verbittert, oft jähzornig.
Man kann sich fragen, ob der deutsche Vater jener Zeit hat darstellen können, was ein Kind von einem Vater erwarten kann. Manchmal hört man, dass Deutsche davon träumen, jüdische Vorfahren zu haben. Das kann mehreres bedeuten. Es gibt zum einen eine Suche nach so etwas wie einem Ideal einer vollkommenen Ordnung, in der alles aufgeht, in der jeder seinen Platz hat, in der alles geordnet ist. Eine Ordnung, die aber nie existiert hat als solche. Es gibt aber auch Leute, die sich eine jüdische Autobiografie zulegen. Das ist etwas ganz anderes. Da geht es darum, dass sie verleugnen, was sie sind. Es ist eine bestimmte Form der Entschuldung häufig im Spiel, dass man so tut, als hätte man mit den anderen, mit den deutschen Mitmenschen überhaupt nichts gemein. Ja, als befände man sich eh auf der Seite der Opfer. Man kann sich fragen, ob diejenigen, die sich auf diese Weise mit den Opfern identifizieren, bemerken, dass sie damit etwas ausschließen, nämlich ein ganz wichtiges Element der jüdischen Kultur, den Umgang mit Verlust. Es ist gerade das etwas, das uns viele jüdische Intellektuelle haben übermitteln können aus einer historischen Erfahrung des jüdischen Volkes, nämlich aus der Situation der Ausgeschlossenheit. Es gibt aber auch eine andere Art, sich zu identifizieren mit jener jüdischen Tradition. Also etwas mit dem Anfang, was einem da übermittelt worden ist. Das war besonders wichtig für die Generation, die in der Nachkriegszeit Kind war und dann eben in den 60er und 70er Jahren begonnen hat, diejenigen zu entdecken, die ihnen da etwas überliefern konnten. Also es wurde Freud entdeckt, Kafka, Benjamin. Und man begegnete denen, die aus dem Exil zurückgekehrt sind. Adorno, Horkheimer, Marcuse. Sie wurden zu neuen symbolischen Vätern. Besonders die Psychoanalyse von Sigmund Freud hat ja vermittelt, wie ein eigenes Begehren immer verknüpft ist mit dem Begehren eines mächtigen anderen. Und wie daraus Phänomene der Faszination und der Unterwerfung auch entstehen können. Und insofern ist die Entdeckung dessen, was im Nationalsozialismus vertrieben worden ist, also am Beispiel der Psychoanalyse, erinnere ich an die Bücherverbrennung und an das Ausstoßen der jüdischen Psychoanalytiker, darunter der namhaftesten. Also, dass dieses Wiederentdecken, dieses Zurück in die Vergangenheit zugleich bedeutet hat, etwas gewinnen, mit dem man sich den gegenwärtigen Fragen und den Fragen, wie hat es geschehen können, annähern kann und dass diese Begegnung mit der Vergangenheit zugleich bedeutet, die Öffnung von neuen Wegen in die Zukunft. Für viele Deutsche ist für mich die Muttersprache und mein Vaterland etwas ganz Verschiedenes.
Sie liegen auf verschiedenen Ebenen meiner Empfindung und ich versuche auch, sie so getrennt zu halten wie möglich. Das ist ein Irrtum, das weiß ich, denn das geht nicht. Die deutsche Geschichte hat meiner Muttersprache, das deutsche Vaterland hat meiner Muttersprache Grauenhaftes angetan. Das heißt, sie hat diese Sprache benutzt zu Aussagen, die auch den alltäglichen Sprachgebrauch geprägt haben und die sich nicht löschen lassen, auch nach dem Ende des Naziregimes und dem politischen Neubeginn nicht. Es sind Verdickungen, wie schlecht verheilte Narben in der Sprache, die den Sinn, den freien Fluss des Sinns behindern, festnageln, stören, vom Bewussten her oder auch vom Unbewussten her. Vom Bewussten her kann man Sprachkorrekturen vornehmen. Zum Beispiel eben das Land jetzt Republik nennen, das früher einmal das Reich war. Man kann auch andere Dinge korrigieren, aber wenn man von Boden spricht und zum Beispiel Grund und Boden besitzt, dann kann es einen doch manchmal wieder erschrecken. So geht es einem vielleicht auch manchmal mit dem Reichtum, den man angehäuft hat oder eben einfach nicht schafft anzuhäufen. Als ich nach Berlin umzog, Anfang der 80er Jahre, hatte ich eine alternative Handwerkertruppe, die meine Mietwohnung renovierte. Das waren Alt-68er, ganz sympathische Leute, zum Teil Künstler, ein bisschen verrückt, sehr nett. Und die sagten immer wieder beim Lackieren, Mensch, da hast du noch einen Faschisten gelassen. Als ich sie fragte, was das bedeutete, erklärten sie mir, in der deutschen Handwerkersprache sei es auch immer noch üblich, eine Fehlerstelle im Lack als Jude zu bezeichnen, also als etwas, was schleunigst wegzumachen, zu beseitigen sei. Ich habe dann mit ihnen diskutiert, weil ich es genauso grauenhaft fand, dass sie einfach den Gedanken, der in dieser Sprachwendung ausgedrückt ist, nämlich, dass ein Fehler mit einem Menschen identifiziert wird, der zu beseitigen sei, dass sie, obwohl sie meinen, sie seien jetzt gegen das Nazitum, dass sie in ihren Sprachwendungen das Nazitum fortsetzen. Diese Diskussionen haben dazu geführt, dass sehr viele Fehlerstellen in meinem Lack verblieben sind, aber ich habe sie gerne akzeptiert. Meine Wohnung liegt nur ein paar Schritte entfernt vom S-Bahn-Bogen Else-Uri, der Else-Uri-Bogen am S-Bahnhof. Else-Uri ist die Autorin der in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, also bis in die 60er Jahre hinein, fast obligaten Mädchenlektüren, nämlich der zahlreichen Nesthäkchen-Bände, die mir meine Großmutter, als ich noch im Vorschulalter war, unermüdlich vorgelesen hat. Was ich früher als Kind nicht wusste, ist, dass sie auch einen Band geschrieben hat, Nesthäkchen im Ersten Weltkrieg, der nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder aufgelegt wurde, weil er zu deutsch-national war. Ich wusste auch nicht, dass Else Uri Jüdin war und das Naziregime nicht überlebt hat. Das sind diese Absurditäten in der deutschen Literatur. Als Kind habe ich als Lieblingslied immer wieder gesungen. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Also die Lorelei von Heinrich Heine. Er hat zwar mit diesem Lied zum Beispiel und auch mit vielen anderen den Volkston, den Volksliedton des Deutschen getroffen wie der urdeutscheste Romantiker. Gleichzeitig war er aber absolut ein Kritiker der deutschen Nation, des Deutschen, im politischen Sinne, im Unterschied zu Else Uri zum Beispiel, dass diese Stimmen, die kritisch waren und die oft kritisch sein konnten, aus einer leisen Differenz heraus, aus einer kulturellen Differenz, die nichts mit Rasse zu tun hat, wahrhaftig nicht, sondern damit, dass die Juden, die in Deutschland lebten oder in Österreich lebten, durch ihre Familiengeschichten, durch die Traditionen in ihrer Familie einfach eine Differenz hatten zu denen, die ansässig waren, die bodenständig waren, die schon immer da gelebt hatten, dass dadurch Differenzen, Schärfungen des Blicks, kritischere Haltungen entstehen konnten, das hat die deutsche Literatur ungemein bereichert. Dass der jüdische Strom in der deutschen Literatur versiegt ist,
Das ist ein echter Verlust. In meiner Kindheit gab es kein Judentum als Teil einer Kultur. Ich bin in einer protestantischen Welt aufgewachsen, einer geschlossenen Welt, die zudem noch Diaspora war, das war in Franken. Und wenn es überhaupt so etwas wie ein Judentum oder jüdische Kultur gab, dann nur im Sinne der Lektüre des Alten Testaments, des Gottesdienstes, des Kindergottesdienstes. Und da habe ich zum ersten Mal von den Kindern Israel gehört und habe mir das als etwas sehr Märchenhaftes vorgestellt. Ich habe nicht gewusst, dass es in Deutschland wenige Jahre vorher eine jüdische Kultur gegeben hat, dass die vernichtet worden war. Das alles war mir fremd. Als ich die höhere Schule besuchte, auch noch in Bayern, war es so, dass natürlich in dem Deutschland der Re-Education von den Verbrechen der Nazis, vom Völkermord an den Juden die Rede war. Es wurde unterrichtet, aber es wurde unterrichtet wie etwas, das irgendwann einmal geschehen ist. Es war unbegreiflich, es war unerklärlich und es wurde auch nicht erklärt. Das heißt, die Wahrnehmung einer Kultur, eines Lebens, einer anderen Kultur hinter der aktuellen Kultur, mit der ich groß geworden war, die Wahrnehmung davon war sehr trüb, sehr sporadisch. Ich ahnte, da gibt es etwas, da war etwas gewesen, aber es waren allenfalls Gespenster. Es waren vergangene, merkwürdige, ungewöhnliche Gestalten, denen ich nicht näher kommen konnte und denen auch kein Zugang verschafft wurde. Das änderte sich, als ich dieses München, dieses Bayern verließ, um nach Berlin zu gehen. Das war Ende der 60er Jahre. In Berlin habe ich studiert und es waren eben nicht zufälligerweise Menschen, die mit dem Judentum in einer direkten und indirekten Weise sehr viel zu tun hatten. Das waren Peter Sondi, es war Jakob Taubes, es war Jacques Derrida, es war Celan. Und da taucht natürlich fast schlagartig eine verschollene, versunkene Welt auf, die trotz ihrer Präsenz durch diese Personen, die mir als Lehrer gegenübertraten, trotz dieser Präsenz immer noch etwas geisterhaft blieb. Ich konnte es noch nicht verbinden mit meinem eigenen Wissen, mit den Erfahrungen, die ich mir irgendwann angesammelt hatte, die ich gelesen hatte und das Lesen verwertet hatte. Und es war dann im Grunde die Gestalt Benjamins auf eine unmittelbare und mittelbare Weise, die mich stärker an Berlin gebunden hat. An nicht nur jüdisches Berlin, sondern ein Berlin, das sozusagen sich seiner Geschichtlichkeit bewusst ist. Und das hing natürlich auch zusammen mit der merkwürdigen Lebendigkeit des Gespenstischen in Berlin. Das heißt, die Spuren dessen waren in Berlin noch sehr viel deutlicher zu sehen als in anderen Städten. Und auch das Bewusstsein davon. Es war dann auf eine ganz merkwürdige Weise über die Vermittlung von Walter Benjamin rückte für mich Gertrud Kolmar in das Blickfeld, seine Cousine, eine Dichterin, die sehr lange fast unbekannt blieb. Sie ist, bevor sie deportiert wurde, zu Fuß notgedrungen durch Berlin gewandert und hat das in einer sehr nüchternen Weise dargestellt. Sie hat mir nicht nur
deutlich gemacht, was es bedeutet, jüdisch zu sein oder als Dichter hier zu leben, sondern die hat mir auch ein Berlin plötzlich präsent gemacht, das zwar verloren war, aber dadurch erst überhaupt wieder für mich eine Welt war, der ich mich neu annähern konnte. Das war das, was ich sozusagen in diesen Stufen habe ich mich einem Denken angenähert oder ein Denken in mich aufnehmen können, das sehr lange gedauert hat, aber wahrscheinlich braucht man eben so lange, nachdem die Verschüttung auch so groß war. Meine Mutter ist in Prag geboren, ihre Mutter auch. Sie sprachen Deutsch wie die meisten Juden in Prag. Meine Großmutter hat Theresienstadt verlassen mit einem Zug in Richtung Riga. Ihr Todesort ist unbekannt. Meine Mutter ist in Israel gestorben. Ihr letztes Wort sagte sie auf Deutsch. Sie sagte: Aussteigen.